Ja, das Gelände ist tief verschneit. Überall sieht man nur Weiß und Schnee. Seit wann sind Sie heute schon im Einsatz und wie hat sich Ihr Tag bisher gestaltet? Seit 4 Uhr und bis jetzt 16 Uhr, voll im Einsatz. Bis 15 Uhr haben wir Schnee gepflogert und seit 15 Uhr tun ich Schneefräser in Kehlig. Wie lange wird es noch dauern? Circa 12 Uhr, 24 Uhr. Und was werden Sie bis 24 Uhr noch machen? Schneefräsen. Watzene, Kehlig und nachher in Sebnit. Wie ist es für Sie, bei diesen Bedingungen zu arbeiten? Ja, schön, viel Schnee. Ja, immer drauf halt. Ist es sehr anstrengend und kalt? Nein, kalt ist es nicht, die Heizung, das ist kein Problem. Aber anstrengend ist, dass oft Autofahrer um Obacht gehen und alles. Der Verkehr ist das Ärgste. Und die haben keine Zeit zum Stehenbleiben oder zum Warten. Das ist das Ärgste. Wie sind da die Reaktionen der meisten Leute, wenn sie den Verkehr blockieren? Ist das eher positiv oder oft auch negativ? Ja, die haben halt keine Zeit zum Warten und hupen alle und schlüpfen überall vorbei am Karren. Man schaut oben, dass man sich zusammenfährt. Kommen auch Beschwerden von manchen Leuten? Ja, wenn sie viel schaufeln müssen. All geht das nicht, dass man den Flug drehen kann, dann muss man halt hinter mal eine Hüfel reinlassen in einen Hausplatz. Und dann haben sie keine Gaude, dann kommen sie mit der Schaufel. Aber grundsätzlich sind die Leute froh, wenn die Straße befahrbar ist? Mal auf jeden Fall, ja. Da ist jeder froh. Und Ihr Einsatzgebiet beschränkt sich auf welche Gegend? Mit dem Schneepflug Stadtgebiet und wenn ich fräse, muss das ganze Berggebiet mit der Schneefräse. Sind Sie jeden Tag im Einsatz? 17, 18 Stunden jeden Tag, ja. Seit letzten Sonntag, jeden Tag. Von morgen 4 Uhr bis zum Abend. Und tun Sie es gerne? Ja, sonst täte man es nicht, ja. Wohl, tut man gern.